Das ist doch normal. Ach so. Aha. Okay, willkommen. Okay, anscheinend, ja. Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass wir nicht live sind. Was wahrscheinlich daran lag, dass ich hier in dem Programm zwar auf live gegangen bin. Ja, Wahnsinn. Also damit herzlich willkommen zu Nimm du ihn. Ich habe ihn sicher. Und jetzt haben wir wieder die Situation wie vor 2 Wochen. Irgendwas geht immer schief. Hier bei uns ist Marie Schölzel jetzt live zugeschaltet. Wir hatten gerade echt eine schöne eigentlich Anmoderation gehabt, oder? Und du hast versaut. Ich habe es versaut. Ich bin schon wieder der Schuldige. Okay, also dann hallo und herzlich willkommen, Marie Schölzel. Wir haben gerade Unfug gebaut. Du hast uns gerade schon sehr, sehr viel Schönes berichtet. Und wir waren nicht in der Lage, hier live zu gehen, was wir jetzt erledigt haben. Ja, worum soll es heute gehen? Wir haben ja gesagt, wir wollen grundsätzlich diesen Podcast verschiedenen Sachen widmen. Und weil wir heute Jubiläum haben, das war eigentlich auch der Anlass, ja, sind heute insgesamt quasi 10 Folgen, die wir haben. Unsere zehnte Folge. Ja. Das heißt, wir haben tatsächlich was zu feiern. Und dafür eben haben wir heute Marie Schölze da vom SSC Palmberg Schwerin. Hallo nochmal, Marie. Hallo. Okay, genau. Also unser Plan, Tom, magst du den kurz mal ganz kurz vorstellen? Genau, wir wollen heute vor allem neben der aktuellen Lage, was man natürlich so ein bisschen aufpassen muss, so ein bisschen über die Thematik Verletzungen gehen. Wie geht man mit verletzten Spielern um? Wie geht man aber auch als Spieler mit Verletzungen um? Ja, und wie kann man sowas vorbeugen? Das ist natürlich immer auch ganz wichtig. Genau, und ich denke, das ist so ein bisschen unser Hauptthema. Und ja. Damit geht direkt mal die Frage an dich auch. Du hast dich ja in den vergangenen Wochen leider verletzt. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was da passiert? Ja, wie ist gerade der aktuelle Stand auch bei dir? Also aktuell sind wir nach Italien wieder in Quarantäne. Zusätzlich bin ich verletzt. Passiert ist das Ganze im Pokalhalbfinale, im Spiel gegen Dresden. Ich bin auf dem Fuß von meiner eigenen Mitspielerin gelandet beim Blocken. Ja, ich sag mal, typische Blockbewegung, leicht einbeinige Landung, in dem Fall noch ein bisschen sogar zusammengeflogen. Dadurch begünstigt die einbeinige Verlandung dann auf im anderen Fuß gelandet, was dann ja leider sehr häufig dazu führt, dass man umknickt und meistens sich mindestens ein oder in meinem Fall auch wieder mehrere, dieses Mal nur 2 Außenbänder gereist. Ja, also schon, ja, harte Sache, die gerade auch in so einem wichtigen Spiel wie dem Pokalfinale, was hast du denn da als erstes gedacht? Was war da so dein erster Gedanke? Also, erster Gedanke ist Schmerz. Dann habe ich kurz mit dem Gedanken gespielt, ob es vielleicht irgendwie noch gehen könnte, weiterspiele, weil ich schon gemerkt habe, dass es im Vergleich, sage ich mal, zu meinen Vorerfahrungen mit Fußverletzungen nicht ganz so schlimm war. Das hat sich aber relativ schnell erledigt mit dem Weiterspielen. Und dann war es tatsächlich auch ja viel Frust darüber, dass für mich jetzt in relativ kurzer Zeit schon wieder ein Umknicken nach einem Blocksprung, so ein Trauma. Ich sag mal, es ist jetzt gerade mal 2 Jahre her gewesen bei mir. Dadurch tat es, glaube ich, noch mehr weh. Genau, vor 2 Jahren, vielleicht können wir da nachher auch nochmal dazukommen. Du bist ja schon sozusagen schon mal aus einer Verletzung sozusagen zurückgekommen. Das war vor 2 Jahren. Was genau war da? Das war ja zur WM, oder? Das war das allerletzte Training vom Abflug zur WM. Das war auch, glaube ich, die letzten 20 Minuten in dem Training. Ähnliches, weil jetzt war es ein hoher Ball, vor 2 Jahren war es ein schneller Pass. Schnell zum Block gegangen, dann ganz klassisch, wie man das, glaube ich, bei jedem Mittelblocker auf der Welt auf Fotos sehen kann. Einbeinige Landung. Die Außenblockerin ist ein bisschen reingesprungen. Ich bin auf ihrem Fuß gelandet. Da war dann nicht nur Bänder gerissen, da war der Knochen mit kaputt und vieles. Aber ich hatte Glück, keine OP. Ja. Also auf jeden Fall, krasse Geschichte. Dir auf jeden Fall erstmal alles Gute dafür. Genau. Gute Besserung. Aber du hast vorhin auch schon erzählt, du wurdest auch sehr gut umtreut, oder wie nennt man das denn? Ich komme gerade nicht auf das Wort. Behandelt. Ja, behandelt, genau. Wurde ja sofort quasi vor Ort. Was wurde denn da mit dir alles gemacht? Also wir hatten den Teamarzt da, der kam so cool sofort mit aufs Feld, hat quasi 2-3 Mal angepackt mit dem Ergebnis, dass das sehr weht hat und dass da wirklich was kaputt ist. Es kam auch unser Physio, die haben
Oh Gott, da kann ich mich gerade gar nicht mehr. Ja, mich vom Feld getragen und danach, glaube ich, direkt einen Verband gewickelt. Musste ja auch das Spiel weitergehen. Ist ja immer so eine Sache. Und dann, ich glaube, das Klassische, was jedes Mal, wenn, glaube ich, auch für jeden Trainer, wenn irgendwie das passiert bei einer Spielerin in der Mannschaft, irgendwas mit umgeklickten Schuhe aus, Socken aus, Knieschoner am besten mit ausziehen, weil manchmal kriegt man den nicht mehr bei dem Verband rüber. Das ist sehr ärgerlich sonst oder kann später noch schmerzhafter werden. Fuß hochlegen und einen Verband umlegen, damit möglichst der Fuß nicht zu dick wird. Der wird im Normalfall, wenn dann ein Band mit kaputt ist oder auch nur doll überdehnt ist, dann wird so ein Fuß dick. Da habe ich von beiden Füßen schöne Fotos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber zumindest zum Teil das Verhindern ist immer ganz gut. Und dann, ja, also in den meisten Fällen ist dann entweder Krankenwagen rufen, ist glaube ich gerade bei offiziellen Spielen so, je nach Schlimme der Verletzung oder auch wenn dann, also ich wurde jetzt in dem Fall nach dem Spiel ins Krankenhaus gefahren, direkt von unserem Mannschaftsarzt. Dann wird dort häufig als erstes, glaube ich, ein Bild gemacht, um auszuschließen, dass der Knochen kaputt ist. Vor 2 Jahren war es bei mir so, dass wir unbedingt schnell genau wissen mussten, was los ist, um entscheiden zu können, ob ich am nächsten Tag vielleicht auch noch mitfliegen kann, wenn nur ein Band gedehnt oder gerissen ist. Dann hätte man ja vielleicht während der WM nach der Gruppenphase oder so schon wieder einsteigen können. War damals leider nicht der Fall. Da hatte ich dann aber direkt ein MRT, was ich war gar nicht mehr da. Das war dadurch, dass das dieses Training war vor dem Abflug, waren da super viele Leute da, die dann alle rumtelefoniert haben und damals einen MRT-Termin organisiert hatten. Jetzt dieses Mal war es abends dann noch direkt röntgen, der Knochen war heile, morgens dann nach das MRT 2 Bänder gerissen. Und dann klassische Behandlung danach mit dem Physiotherapeuten, das Lymphdrainage, damit die Schwellung wieder rausgeht, Lymphkrake tapen, damit die Schwellung rausgeht. Ich glaube, je nach Schwere der Verletzung gibt es dann entweder diese Vakupet-Schuhe, die so aussehen wie so ein Skischuh, das hat bestimmt steht, oder halt nur eine Stütze, um den Fuß zu stützen, damit der nicht nochmal in das Trauma kommt. Ja, auf jeden Fall, ja, also was so an der Verletzung natürlich da im professionellen Kontext passiert, war bei dir einiges. Also ihr habt ja auch ein super multiprofessionelles Team um euch herum, zum Glück auch vielleicht in dem Fall gehabt. Aber wie ist das? Wir wollen jetzt ein bisschen den Bogen spannen natürlich zu Trainern, die sozusagen normal irgendwie im Feld arbeiten. Gab es bei dir jetzt irgendwie denn mal Fälle, wo sich Jugendspielerinnen verletzt haben? Du hast auch gerade schon mal Genau, eine Story gerade schon mal drüber ausgeführt. gesprochen. Das wäre Also, fast. ja, ich hatte da auch so eine kleine Anekdote. Also bei mir war es auch ganz typischerweise eine Mittelblockerin, also eine Jugendspielerin von mir. Ich glaube, es war ein U16-Spieltag, waren auch relativ weit weggefahren. Also 1,5 Stunden von hier waren wir unterwegs und ja, ganz typische Situation, auch beim Block hochgesprungen, so ein bisschen dem gegnerischen Mittelblocker hinterhergelaufen, Hände schön rübergeschoben, also Technik wirklich schön sauber und einen super Block hingelegt, auf dem rechten Bein gelandet, dabei das rechte Knie ein bisschen verdreht und ja, genau, und dann steht man da, ich war auch, ich glaube, ich war 19 Jahre alt oder so ähnlich, ja, ja. Was sind so die ersten Gedanken, die einem Trainer da so durch den Kopf gehen? Scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe das alles schon mal gehört, so was soll man als Trainer machen, wenn man sich mal verletzt hat. Aber ja, man denkt natürlich jetzt nicht dran, sondern es geht dann ja, irgendwie erstmal, ich bin aufs Feld gerannt, habe dann so ein bisschen den Arm genommen, geguckt, was ist mit dem Knie, wie schaut's aus, ja. Bin ja aber auch kein Arzt, also ich gucke da ja hin und sage, ist ein Knie. Also. Deswegen ist es alles ein bisschen schwierig auch gewesen. Ich war ganz froh, durch einen Zufall ist ihr Vater quasi gefahren zum Spieltag. Also sie hatte wenigstens noch eine Bezugsperson mit dabei. Und ja, wir hatten dann abends dann ins Krankenhaus fahren lassen, MRT-Termin gemacht oder ein Röntgenbild. War alles ganz, war nur wirklich nur, ja, nur leicht verdreht. Das war ein bisschen verdreht. Wobei ich ja, genau. Aber es ist halt, das ist halt echt nochmal so eine Sache, ne? Also das Spiel wird dann nebenrangig. Ich meine es ja gerade, also ich denke auch, dass es bei uns Spielklassen gibt oder so generell im niedrigklassigen Bereich, die dann solche Spiele auch abbrechen, ja, aber kurz unterbrechen und dann nicht so ganz so streng sind. Ich glaube, das ist auch super wichtig, weil wir hatten es ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge, manchmal sich da als Schiedsrichter so zu haben und nicht mal wenigstens in dem Fall ein bisschen Zeit zu geben, ist, glaube ich, auch wichtig. Ist natürlich in der Bundesliga wieder anders, wenn man dort
Ja, weil, naja, da eventuell das Fernsehen mit dabei Ja, ist genau. Ich oder denke, beim übertragen wird. Fernsehen ist es wieder was anderes. Ja. Da muss man immer so ein bisschen, natürlich steht da auch die Gesundheit der Spieler im Vordergrund. Ja, natürlich trotzdem schauen, ob das jetzt eine Verletzung ist, die unbedingt auf dem Feld behandelt werden muss. Also wenn da jemand liegt, der muss wiederbelebt werden, dann denke ich mal, wird keiner sagen, jetzt zieht ihr mal erstmal beiseite, wir müssen ja erstmal wieder, wir müssen weitermachen. Ja. Ja, ich glaube, bei dir war es ja auch so ähnlich. Du hast ja da so ein bisschen dargelegen, da wurde der Arzt kam, hat sich das angeguckt und wo dann so ein bisschen klar war, okay, da ist was kaputt, aber wir können jetzt hier erstmal nichts weiter machen. Ist ja dann auch vom, ich glaube, wer war denn das, der noch bei dir war? Irgendjemand hatte ich auf jeden Fall noch mit unter den Arm genommen. Physiotherapeut Der oder Physio. Der Physio und Ja, eine der Spielerin, Physio. Der Physio. glaube ich. Ich glaube, das war unser Teamarzt und der Physio. Ach so. Und ich denke, also ich glaube, das Einzige, was neben Wiederbelebung wirklich Berechtigung hat stattzufinden, ist vielleicht tatsächlich, wenn so ein Knöchel oder auch ein Finger oder sowas ausgerenkt ist und man jemanden da hat, auch der das direkt wieder Ja, einrenken kann. Ich glaube, das definitiv. und so auch das Gericht das Verständnis haben sollte, dass das sofort gemacht wird. Weil gerade, also da spielt Zeit ja auch immer eine Rolle. Ich denke, bei den meisten anderen Sachen ist doch der erste Schritt selber als Trainer ruhig bleiben. Weil die Spielerin, die sich verletzt hat, wird genug Panik haben. Dann vom Feld beruhigen. Ich bin immer der Meinung, man kann da nicht viel sagen, was hilft, weil es ist einfach beschissen, sich zu verletzen. Aber es gehört zum Sport dazu und das muss man auch akzeptieren. Aber viel sagen, was da hilft, kann man eh nicht, sondern dann nach besten Möglichkeiten, sage ich mal, anfangen, die Verletzung zu behandeln. Ja, also ich weiß nicht, ich finde, das ist auch nochmal eine wichtige Sache, an die man vielleicht anknüpfen kann. Du hast das nochmal kurz so angerissen, aber ich habe manchmal trotzdem den Eindruck, dass manche auch Trainer, die frisch aus der Ausbildung kommen, natürlich muss man für einen Trainerschein oder für eine Trainerlizenz macht man ja auch, hat man vielleicht sogar einen sportmedizinischen Referenten, man hat vielleicht irgendwie sowieso ja den Erste-Hilfe-Schein nochmal, den man macht. Und trotzdem passiert's, also habe ich schon ein, zwei Mal erlebt tatsächlich, dass dann die Trainer vielleicht glauben, mehr behandeln zu können und mehr schon wissen zu können, als sie überhaupt könnten, ja, weißt du? Also Ja. ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass man sich auch selbst als Trainer klar ist, dass man kein Arzt ist und auch kein Physiotherapeut, ja, Ja, das auf so. jeden Fall. Von daher erstmal man per se nicht abschätzen kann, wie schwer das ist, Okay. ne? Also ich glaube, das ist manchmal schon wichtiger, dass man auf Nummer sicher geht und dann den Spielerinnen auch sagt, hier, nee, ich weiß jetzt nicht, was das ist. Du gehst bitte zum Arzt. Ich meine, am Ende natürlich bei Jugendspielerinnen muss man auf jeden Fall die Eltern mit ins Boot holen. Ja, man muss natürlich denen auch klar machen, dass hier eine Verletzung passiert ist. Und das jetzt aber dann am Ende sind dann auch die Eltern aus meiner Sicht verantwortlich, damit weiter umzugehen. Also Wobei, da habe als, ich noch, wenn ich da mal einhaken darf, ich habe da ja. eine kleine Anekdote. Ja, erzähl. Bei mir ist es nämlich mal umgekehrt gewesen. Also, ich habe gedacht, dass sich eine Spielerin verletzt hat. Wir hatten uns irgendwie eingespielt. Ich weiß gar nicht, ob du sogar mit dabei warst oder nicht. Ich glaube, du warst sogar mit dabei. Die Spielerinnen haben sich eingespielt. Irgendwas mit Nachlauf, was man halt so zur Erwärmung, Einspielerwärmung so ein bisschen macht, ja. Und dann sah das aus, als wäre sie umgeknickt und lag am Boden und hat die ganze Zeit geschrien. Und wir wussten jetzt auch absolut nicht, was. Ich glaube, du warst sogar mit dabei. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, die lag am Boden und schrie und hielt sich immer den Knöchel und das sah. Oh, ich habe gedacht, Scheiße, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Und als sie nach gefühlten 2 Minuten, das muss ich wirklich sagen, in der Situation sind ja wirklich 2 Sekunden ewig lang, immer noch nicht aufgehört. Und sie konnte nicht sagen, was ist. Und irgendjemand hat mir dann mal gesagt, ja, an dem Knöchel hatte sie sich schon mal irgendwie die Bänder gerissen oder sowas. Da habe ich dann vor lauter Verzweiflung jemanden angewiesen, soll die 112 anrufen. Und da sind die gekommen und hat sich zum Schluss rausgestellt, die hatte in der Wade einen Megakrampf, der sich über 3 Minuten gezogen hat. Ja. Oha. Und der hat so weh getan, dass die konnte nicht sprechen. Und ja, ich wusste in dem Moment wirklich nicht, was ich machen soll. Und zum Schluss das war Blöde war, die war eine Jugendspielerin. Der Ja. RTW kam, hat die eingeladen. Dann habe ich gesagt, na, eigentlich brauchen wir sie jetzt nicht mehr, weil war ja nur ein Krampf. Und dann hat er gesagt, nee, geht nicht. Ist noch eine Jugendliche, die muss jetzt erstmal ins Krankenhaus. So, dann stand ich auch da, dachte, Scheiße, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Naja, so ist es dann halt. Aber Ja. da war ich, weiß nicht, ob ich zu übervorsichtig war, aber in dem Moment, ich hatte keine andere Möglichkeit, also aus Ja. meiner Perspektive. Aber wie gesagt, das meine ich ja. Also ich finde in dem Fall Das halt heißt, nicht, ne? Spielerinnen
Wie bitte? Mir ist als Jugendspielerin auch ist als Jugendspielerin auch so eine Verletzung passiert, als ich noch in der, sage ich mal, zweiter, auch einen Blocksprung, da ist die Gegnerin unterm Netz durchgekommen, noch im Angriff einbeinig auf ihrem Fuß gelandet. Da wurde auch der Krankenwagen gerufen, gar nicht mehr, wie schnell der gerufen wurde. Ich denke, dass das schlimmere Verletzungen passieren im Jugendbereich trotzdem. Vielleicht muss man dann, wenn nicht, einfach nur 2 Minuten länger warten, bis man den ruft, weil es, glaube ich, keinen Unterschied macht. Aber ich denke, es ist grundsätzlich Ja, genau, also ja, also denke ich zum auch, man richtigen kann, Arzt. ja, also optimal hat man, also gerade bei Jugendwettkämpfen sind ja auch immer mehrere, also jetzt nicht, gerade logisch, aber so theoretisch gesehen natürlich auch mehr Leute da, vielleicht hat man da noch zufällig einen Arzt, aber ich denke, also ich denke aber in dem Fall hast du da nichts Falsches gemacht, weil am Ende, ich wüsste es, also ne, wir sind keine Ärzte, man weiß es nicht, also ich sag mal so, natürlich, wenn man es jetzt offensichtlich merkt, dass das ein Krampf ist, ist es okay. Ja, natürlich kann Ich man habe vielleicht das in das dem auch Moment nicht selbst machen. mitbekommen. Die hat nur geschrien und lag da und hat sich den Fuß gehalten. Ja. Ich habe das an den Schuh ausgezogen und versucht, die Ja. Socke irgendwie auszuziehen. Es ging aber alles nicht. Das war eine ganz gruselige Situation. Dement, ich Ja. habe nur gedacht, oh Gott, was machst du jetzt? Ja. Na gut, aber sind wir ja schon so ein bisschen beim Thema. Was gibt es denn so für typische Verletzungen beim Volleyball? Jetzt haben wir ja schon irgendwie so zwei Sachen genannt. Also anscheinend ist ja der Knöchel oder so generell scheint es ein Schwachpunkt zu sein, wo wir jetzt einmal Ja. hier sind. Ja, was sind noch so? Ich glaube, generell könnte man sagen, so die Finger? großen Gelenke und die, Ja. ja, genau, und da Also natürlich auch die ich Finger. glaube, Fuß, Finger, Schulter ist, glaube ich, tatsächlich im Volleyball meistens eher eine Verletzung, die überlastungsmäßig bedingt ist und oder durch, sage ich mal, vielleicht schlechte Körperhaltung, schlechte Körperhaltung, vor allem im Krafttraining. Gut, dass du es sagst. Ja, schon. Ja, selten, seltener durch, also passiert natürlich auch, aber glaube ich nicht so oft durch eine direkte Einmalpunktverletzung. Und dann, glaube ich, Kreuzband, ne? Kreuzband, ja, typisch. Im Ja. Knie, Das, ja. glaube ich, ist das schlimmste Übel für einen Volleyballspieler und für die meisten anderen Sportarten auch. Das sage ich gerade tatsächlich aktuell bei einer Spielerin von mir. Ja, so eine Junge. Ja, Eigentlich ist das ja so eine. Ich sag mal Verschleißerscheinung, um das jetzt mal ganz, ganz grob zu nicht sagen, oder? unbedingt. Nicht unbedingt. Nee. Ich hätte gesagt, das Ich ist so habe ganz auch, typisch. ich habe in der Jugend mal, das war in der Jugendnation eine Mitspielerin, ich habe sie im Angriff gesichert und habe sie landen sehen und habe bei der Landung gesehen, wie ihr Knie einmal nach innen und wieder nach außen gekommen ist. Also sie ist Oha. gelandet, stand und das Knie hat einmal den gemacht. Und es tat weh und sie wurde ausgewechselt, aber da war, hat, glaube ich, der erste Arzt hat nämlich den Kreuzbandriss auch nicht gesehen und das war eine ganz lange Geschichte. Und deswegen ist meiner Erfahrung nach Kreuzbandriss auch manchmal schwierig, weil oft merken das die Spieler, glaube ich, gar nicht direkt, dass das so eine dolle Verletzung ist, weil das nicht so schmerzhaft ist wie andere Sachen. Ja, also genau, in dem Fall war es tatsächlich so, ich habe das gar nicht, also ich war nicht mit anwesend, als das das erste Mal passiert ist als Trainer. Also war ich auch noch nicht richtig im Verein drin, da hat sie sich verletzt. Arzt gewesen und so weiter. Und die meinten eigentlich, es geht langsam wieder und es wurde auch immer besser, hat dann erstmal keinen Sport gemacht. Dann haben wir langsam angefangen, also hat sie halt mal irgendwie Stabi-Übungen sowieso durch die Physio gehabt und hat dann aber langsam mal wieder ein bisschen gepritscht, gebaggert, aber noch nicht irgendwie komplex mitgespielt. Und dann tatsächlich, also es ging über 2, 3, 4 Wochen, 5 oder 4, 5 Wochen, ich weiß es nicht mehr, also schon länger, nicht nur 2 Wochen. Dann hat sie das erste Mal wieder 4 gegen 4 so Kleinfeld gespielt. Ich war gerade, also hatte noch eine andere Trainerkollegin mit dabei, war gerade auf dem anderen Feld und hörst plötzlich auch noch von der anderen Seite schreien. Oh Ja, je. erneut passiert, jetzt operiert und war dann die ganze Saison raus, also ist jetzt auch noch demnächst raus und kann da nicht so richtig mitmachen. Und ich weiß nicht, ich muss sagen, ich hatte jetzt also auch letzte Saison in Erfurt war es so, da hatten wir eine Spielerin, die auch schon länger immer Schulterverletzung hatte, also bei der war es die Schulter. Die war dann, ja, wurde operiert, ist dann langsam wieder eingestiegen und dann auch, nachdem sie langsam wieder eingestiegen ist, paar Wochen später plötzlich, hat sie dann, als sie gar nicht trainiert hat, also als sie ihre Pause hatte im Endeffekt, plötzlich extreme Schmerzen gehabt und da ist ihre OP-Naht wohl irgendwie wieder oder irgendwas ist da aufgegangen wieder. Ja, hat dann ihre Volleyballkarriere komplett beendet, dann auch ist vom Schurt-Gymnasium runtergegangen. Und das ist halt schon, also ich finde es krass, weil ich habe so den Eindruck, es ist dann so, wenn man einmal so eine schwere Verletzung da ist, wird es halt super schwer, irgendwie, also nicht mal unbedingt nur Angst, darauf können wir auch später nochmal reden, aber so generell mal
überhaupt Stabilität wiederzukriegen, ist, glaube ich, super schwer und erfordert ziemlich viel Fingerspitzengefühl dann. Dieser Wechsel zwischen Kraft und dann, oder beziehungsweise Kraft aufbauen, dann ins Training wieder einzusteigen. Ja. Ich Wie glaube, war das denn bei dass, dir damals? also ich bin ja mit rechts vor 7 Jahren schon mal und mit links vor 2 Jahren. Da war ich beide Male in Berlin im OSP und das ist, muss ich wirklich sagen, mit das Beste in Deutschland, was du als Leistungssportler haben kannst. Die haben eigene Reha-Trainer, da war ich mit einem Strömungskanal, also so einem Becken, wo die Wassergeschwindigkeit bestimmen können. Jeden Tag Stunde Physiotherapie und alles ist mit Sicherheit deutlich mehr, als den meisten zur Verfügung steht. Ich denke, es ist super wichtig, sage ich mal, für jeden Jugendspieler und auch, sage ich mal, für die Trainer, dass sie ihre Spieler motivieren, sage ich mal, Reha-Übungen und ähnliche Sachen auch nicht nur zu machen, wenn man vielleicht dann ein, zweimal die Woche Physiotherapie hat, sondern Übungen jeden Tag zu Hause zu machen. Weil das ist, sage ich mal, der Weg zurück, dass man wirklich jeden Tag daran arbeitet. Das muss auch nicht jeden Tag 2 Stunden, aber dass man jeden Tag daran arbeitet und dass man auch, wenn man dann langsam wieder anfängt, nicht nur für eine Woche, sondern je nach, sage ich mal, Schwierigkeit der Verletzung über einen langen Zeitraum, immer weiter noch daran arbeitet, wenn man wieder anfängt zu trainieren. Ja, also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch gerade für jetzt Heimtrainer. Also natürlich, wir haben meistens nicht die Mittel und Möglichkeiten, oder gerade nicht nur wir, sondern vor allen Dingen halt die Sportler, eine wirklich gute, umfassende Reha wahrscheinlich zu bekommen. Und ich muss sagen, mir ist eine Sache halt aufgefallen, was auch relativ schlecht funktioniert, ist generell so die Kommunikation, aber ich sag's erstmal und dann können wir ja drüber diskutieren, ist so die Kommunikation zwischen Ärzten, die Kinder behandeln, und uns Vereinstrainern, wenn es jetzt wirklich ein stinknormaler Verein im Endeffekt ist. So, das ist super schwer, weil einerseits die Ärzte eigentlich ja wissen, worum es geht. So, die wollen irgendwann wieder in Training einsteigen, haben jetzt eine schwere Verletzung gehabt, sind ja Sportmediziner, Orthopäden, wie auch immer, die dort behandeln. Und trotzdem war es in der Vergangenheit super schwer, jetzt auch gerade aktuell mit der Spielerin, irgendwelches Feedback zu bekommen vom Arzt. Und dann kommt ja noch dazu, Physiotherapie ist noch mit involviert als Akteur. Die machen dann, ich sag jetzt mal, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, die machen ihr Ding, der Arzt hat irgendwas festgestellt und irgendwas verordnet. Und am Ende beim Vereins, bei mir kam bisher nichts an, außer über die Eltern. So. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig für die Vereinstrainer. Nehmt wirklich viel Kontakt auch zu den Eltern auf. In so Verletzungsphasen ist das super wichtig. Vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, dass die Kinder wieder ins Training rein dürfen. Also zum Beispiel hat gerade mir aktuell, ja, die Spielerin hat irgendwie nur sowas gesagt wie, ja, ich soll langsam machen. So. Aber jetzt, welche Art von Bewegung, was, wie, wo soll sie machen, hat sie irgendwie auch nicht erfahren, so von den Physios. Deswegen Also einerseits. da kann man vielleicht, kann, also ich weiß nicht, ob das mit jedem Arzt und jedem Physio funktioniert. Aber grundsätzlich auch als Spielerin darum vielleicht bitten, dass der Arzt oder der Physio kurz aufschreibt, was für Bewegungen darf ich schon machen, was für Bewegungen darf ich auf keinen Fall machen, was für Bewegungen darf ich vielleicht in der Woche machen, weil das ist ja dann, sage ich mal, wenn das aufgeschrieben ist, ein Zettel, der auch leicht an den Heimtrainer weitergegeben werden kann, der dann genau weiß, inwieweit kann ich die Spielerin wieder mit einbeziehen und wieder fordern und was darf sie noch nicht, weil ich sage mal manchmal, wenn der Trainer dann vielleicht kommt und sagt, na mach mal und komm schon und du bist selber noch unsicher, weil ja manchmal sind vielleicht noch Schmerzen da oder man muss ja auch erst wieder vertrauen, manchmal auch immer man sich verletzt hat, entwickeln, wenn man dann vom Arzt weiß, das darf man auf jeden Fall und da langsam kommt dann der Trainer auch genau, wo er da fordern kann und wo nicht. Also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wir haben bei uns im Team durch einen Zufall, sage ich mal, einen, oh, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig sage, ich glaube, ein Sportwissenschaftler ist es, Ja. der auch ganz, ganz viele nebenbei Therapien anbieten kann und machen kann. Also hat sich da wirklich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und wir hatten auch jetzt bei uns im Team ja, bei einem etwas älteren Mitspieler einen Bandscheibenvorfall beim Training gehabt. Also war auch
So ein bisschen Diagonalspieler sollen dieses Kreuz machen, sage ich mal. Also soll quasi von Position 2 über die Mitte angreifen, ein bisschen schräg laufen, springt halt mit dem rechten Bein ab, landet mit dem linken und dabei mit Wirbelkörperbruch. Also wirklich keine schöne Geschichte. Und ist halt noch, ich sag mal, jemanden vom alten Schlag oder so, ja, der will noch mal richtig zeigen, was er kann, obwohl er schon, ja, ich glaube, über 50 ist, aber ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Ja, genau. Also ich habe noch eine Erwachsenenmannschaft, ich trainiere eine Jugend- und eine Erwachsenenmannschaft. Und das hat mir sehr geholfen, dass wir da jemanden haben, der konnte so ein paar Tests machen. Ja, der hat ein paar Übungen rausgesucht. Da gibt es irgendeinen, ich habe mich leider nicht genau damit mit diesem Thema beschäftigt. Also was er genau für Übungen gemacht hat und so. Aber er konnte mir zum Schluss sagen, was alles geht und was alles nicht geht. Ja, also dann, eine Übung war beispielsweise, dass er sich quasi auf den Boden gehen sollte, in Liegestütz und dann halt quasi immer rausdrücken und abwechselnd quasi nach außen, nach innen springen, so ein bisschen im Liegestütz. Und da kann man so ein bisschen schauen, wie belastungsfähig ist der Rücken und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, ist eine ganz coole Geschichte, wenn man sowas, also wenn man einen Physiotherapeuten hat oder wenn sogar einen Sportwissenschaftler, der kann wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer ja, der kennt. Bei mir war es, wie gesagt, so das Vorteil, er kennt natürlich meine Perspektive auch drauf. Ich habe wirklich keinen großen Einblick in die Medizin oder so, aber der kann halt ganz gut vermitteln zwischen einem Trainer, der hauptsächlich wissen will, wie geht es meinem Spieler, kann ich den Spieler voll und ganz einsetzen, gerade wenn es jemand ist, den man vielleicht auch mal bremsen muss, oder wie kann ich den Spieler, wie soll ich ihn erstmal nicht einsetzen, soll ich erstmal sagen, durchatmen und wir gucken mal nächste Woche oder so mal weiter. Ja, und da finde ich halt auch nochmal ganz klar der Hinweis, das sollten wirklich Experten machen. Ja, auf jeden Fall. Also das Das wäre nur kann. mein einziger Kommentar dazu, weil ich das nochmal sehr wichtig finde. Ja. Genau. Ich glaube, was je nach Verletzung, sorry, ganz kurz, Ja, klar. je nach Verletzung, was jetzt bei mir auch viel geholfen hat, ist, einen Zeiten Physiotherapeuten bei hatten, der auch Osteopath ist und den Fuß ein bisschen mit eingerenkt hat wieder. Und das kann Okay. ja auch bei, ich sag mal, einem Knie zum Beispiel oder Rücken oder so das Thema sein, dass manchmal auch ein, sag ich mal, Gang zum Osteopathen dann vielleicht helfen kann. Dass quasi Wenn diese eigentlich Blockade ein eins bisschen wieder gut gelöst sein wird. sollte, aber irgendwas noch nicht stimmt, die können manchmal auch viel helfen. Ja. Ja. Auf Jetzt jeden sind wir Fall gerade nochmal. schon. Und was du gerade gesagt hast, was eigentlich das, was auch ein spannendes Thema ist, ist die unterschiedlichen Spielertypen, die man, sage ich mal, beim Thema Verletzung haben kann. Nämlich die, die zurückkommen und wie du gesagt hast, einfach egal was, ich will auf jeden Fall. Und dann aber auch die, die vielleicht ein bisschen zu ängstlich sind, dass man da als Trainer auch das Fingerspitzengefühl haben muss, muss ich den gerade bremsen oder muss ich dem ein bisschen Schubser geben, damit der wieder losläuft. Ich finde es auch super schwer. Perfekt, dass du das ansprichst, weil ich dazu auch einen aktuellen Fall hatte im Trainingslager in der letzten Woche. Nicht, wir haben nur einen in der Woche trainiert. Ne? Also am letzten Tag, meine ich, hatten wir so wie so eine Art Abschlussturnier, was wir noch gespielt haben, 6 gegen 6. Und da hat sich eine Spielerin irgendwas am Knie getan. Ich habe das da nicht mitbekommen. Das ist auch so eine, die das nicht so richtig zugeben wollte oder will und so. Die wollte halt weiterspielen und so nach dem Motto, auch wie du gesagt hast. Ist ja nicht so schlimm, ja, das geht schon ein bisschen. Ich habe das echt am Anfang gar nicht so mitbekommen. Also natürlich, ich habe sie erstmal gefragt, so, wie ist es jetzt? Geht's oder möchtest du dich raussetzen? So. Und ich habe festgestellt, die Frage ist falsch und Quatsch irgendwie. Also natürlich soll man die Leute fragen, aber man muss wirklich genau hinschauen, weil in dem Fall war es so, sie hat gesagt, ja, geht, kein Problem, ich muss kurz mal hier ausschütteln, so nach dem Motto, und das funktioniert dann schon mit dem Knie. Ist dann aber auf dem Spielfeld humpelnd rumgelaufen. Ja, also es ging gar nichts mehr und hat sich dann noch rausgestellt, dass es wirklich was war, wo sie noch länger Schmerzen hatte dann auch. Genau, und ich glaube, als Trainer, das ist super wichtig, dass du das auch nochmal erwähnt hast, das ist eben genau dieses Fingerspitzengefühl. Man sollte bei Jugendspielern vielleicht, also ich bin hin und her gerissen, auf der einen Seite, natürlich sollte man da möglichst vorsichtig sein, weil besser, man ist da mal zu vorsichtig, als dass dann irgendwas passiert und man hat am Endeffekt dann das Problem, auch wenn die Spieler sagen, es ist alles in Ordnung. Auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, auch das Gegenteil an Spielern, die, da ich jetzt auch kennengelernt, noch nicht so viele, aber ein paar schon, die bei jedem kleinen bisschen, ah, und das tut weh, ah, ich kann nicht mehr, ja.
wo gar nichts ist, wo sie nicht mal was verstaucht haben, sondern wo es mal ein bisschen anstrengend wurde oder sowas und die dann plötzlich sagen, nee, ach, das geht nicht. Deswegen, ich weiß nicht, was sagst du dann zum Fingerspitzen oder ihr, was sagt ihr zu dem Fingerspitzengefühl? Ich bin da echt ein bisschen. Ja, ich sag mal so, nach einiger Zeit kennt man ja Ich seine glaube. Pappenheimer so ein bisschen, ne? Und dann Ja. weiß man ja auch, okay, das ist jetzt jemand, den musst du ja bremsen, da musst du sagen, ja, ich glaube auch so ein bisschen, also zumindest bei uns in der Mannschaft kann ich so ein bisschen sagen, es ist vermutlich von der Altersstruktur her auch abhängig, ja? Das ist so ein bisschen, deswegen habe ich vorhin so ein bisschen gesagt, der vom alten Schlag, ja? Wir haben so zwei Leute, die auch schon, ich sag mal, ein bisschen älter sind und die sind beides so, ne? Also dann. Da wird ein Aufschlag gemacht, dann, ah, meine Schulter, so, also so, aber so, das also wird halt nichts gesagt, sondern Aufschlag gemacht, oh, dann gehst du hin, hey, sag mal, kann es sein, dass dir deine Schulter weh? Nein, 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 meine Schulter tut mir nicht weh, niemals, hat er noch nie weh getan, die Schulter, ja? Und das ist immer so ein bisschen, also da weiß ich aber schon, den einen oder anderen kennt man halt, ne? Und ich denke, das muss man halt dann mit Fingerspitzengefühl einfach angehen. Ja. Und ja. Ist, glaube ich, mit Sicherheit ein großer Vorteil, wenn man seine Leute dann schon besser kennt. Ja. Ja. Je länger man die Mannschaft, auch wenn man von jemand anderem, sage ich mal, ist ja oft so, dass die dann nach Altersklasse immer vom Trainer zu Trainer weitergehen, dass man sich da vielleicht auch über die Leute austauscht, dass man sowas weiß. Wie war das bei dir? Hast du, Die Leute übernimmt. gab es bei euch in Berlin so, dass es da für jede Altersklasse einen Spezialtrainer gab? Oder, wenn wir jetzt gerade einmal kurz dabei sind? Als ich, sage ich mal, in der Schul-AG-mäßig noch angefangen habe, da war ich dann, also wir hatten, ich weiß nicht mehr, boah, also beim VCO war es dann auf jeden Fall so, dass damals gab es ja bei VCO Berlin noch eine erste und eine zweite Mannschaft und dann war logisch, die zweite Mannschaft hatte einen anderen Trainer als die erste, sodass die Leute dann vom Alter her mäßig auch meistens von der zweiten in die erste weitergegangen sind und so den Trainer gewechselt haben. Beim Heimtrainer noch war schon so, dass als die Älteren waren quasi beim, sag ich mal, Haupttrainer von meinem, ich bin ja vom Rotation Prenzlauer Berg. Und in den jüngeren Jahren gab es dann schon noch verschiedene Trainerinnen, die man oder auch Trainer, die man so durchgegangen ist. Okay, ja. Na, das ist natürlich wirklich, also wenn das, also bei uns ist so ein bisschen, jetzt bei uns im Verein ist so, quasi ein Trainer fängt von unten an und zieht die dann bis hoch, also im Fall von der U12 hoch bis zur U20 und dann gehen die halt entweder, hat man ja auch ganz häufig, dass sie dann irgendwo studieren gehen, weggehen oder man kann sie dann irgendwie in die Erwachsenenteams, so ist zumindest im Moment unsere Gestaltung. Gerade damit man halt so ein bisschen sagt, man kennt ja seine Leute. So, jetzt sind wir ein bisschen Ja. vom Thema abgewichen. Vielleicht wollen wir nochmal zurückgehen. Wo sind wir Vielleicht denn? eine ganz konkrete Frage mal an dich. Wie bist du derzeit im Training eingebunden, wenn jetzt nicht gerade Quarantäne wäre? Also in der Zeit, wo wir noch nicht in Quarantäne waren, da war es bei mir so, dass ich ja auch einfach, weil ich auf Krücken war, dann kann man im Training halt, sage ich mal, den anderen wirklich nichts helfen. Dass ich meistens mit unserem Krafttrainer separat im Kraftraum war und Krafttraining gemacht habe. Oder wir haben bei uns an der Halle einen Raum quasi, der mit einer großen Scheibe zur Halle verbunden ist und dann da Physiotherapie gemacht habe schon. Wir haben jetzt einen, seit, ich weiß gar nicht, seit über ein bisschen über einen Monat jetzt einen fest angestellten Physiotherapeuten, sodass es dann natürlich praktisch war, einfach die Trainingszeiten für die Physiotherapie zu nutzen, Ja. damit auch den Leuten, die spielen, nicht die Physiozeiten fehlen. Ich glaube grundsätzlich, ja, ich sag mal, je nach Fall, also je nachdem, wie frisch die Verletzung ist, wie viel der Spieler gerade machen kann, ist, sage ich mal, das, was zum Krafttraining geht, immer was, was man gut machen kann, während die anderen trainieren. Dann ist es, glaube ich, eine große Frage, wie schlimm die Verletzung ist. Also bin ich eine Woche raus, dann ist das vielleicht grundsätzlich einfach nicht so das große Thema. Aber wenn ich über mehrere Wochen raus bin, das ist teilweise auch schwierig, wenn man dann sagt, du sollst, also bei uns zumindest, du sollst zu jedem Training in der Halle sein. Wenn das im Schnitt zweimal am Tag Training ist, dann kommst du A mit deiner Reha gar nicht mehr hinterher, weil du die ja auch irgendwo noch machen musst und das viel, also bei mir zumindest immer viel Zeit in Anspruch genommen hat, weil ich ja recht umfassend umsorgt werden konnte. Und mir persönlich fällt es auch immer sehr schwer, wenn ich weiß, ich kann noch mindestens die nächsten 3 Monate kein Volleyball spielen, dann anderen dabei zuzugucken. Das tut Das weh, ist, ne? wenn es dann ums Spiel geht und dazuzugucken und die Mannschaft anzufeuern, ist das immer noch mal was anderes.
weil man dann natürlich da sein und unterstützen will. Aber bei uns in der Masse vom Training halte ich es nicht unbedingt für sinnvoll, wenn du sagst, der Spieler muss zu jedem Training da halt um zuzugucken. Dann ist es, wenn man dann was, wenn der Spieler selber was machen kann, dann macht das natürlich Sinn, dass der mit da ist. Und ich sag mal jetzt, beim momentan ist es ja eher eine kleinere Verletzung, mit, sage ich mal, für mich zumindest mit nur 2 Bänderrissen. Und dass ich auch quasi den Großteil der Zeit in der Halle war. Damals vor 2 Jahren war ich die erste Zeit, da war sowieso, da war hier ja noch Vorbereitung, da war, sage ich mal, Felix als Trainer dann in Japan sowieso, da waren die meisten Spieler noch in Japan. Da war ich in Berlin ganz lange, da haben meine Eltern mich quasi größtenteils betreut, als ich dann, da war ich auch noch länger, da war ich 2 Monate lang komplett auf Krücken und durfte den anderen Fuß machen. Sondern ist alleine, wenn du dann bei deinen Eltern sein kannst und die sich komplett um dich kümmern, im Vergleich zu, ich wäre hier alleine gewesen. Also, das ist vielen gar nicht so bewusst, das macht. Man kann sich nicht so gut versorgen, wenn man nicht gehen kann. Naja, das kann ich mir Das vorstellen. fängt beim Putzen und beim Kochen und beim Einkaufen und so. Nee, man kann sich nicht mal mehr das Glas Wasser zur Couch tragen. Das ist so, das Ja. vergisst man dann teilweise. Und dann war das schon mit Sicherheit ein großer Vorteil, dass ich relativ lange damals zu Hause war. Meine Eltern sich um mich kümmern konnten. Ich hatte eine Top-Versorgung, ja, natürlich auch da, was ja auch, sage ich mal, mit die wichtigste Rolle spielt. Bin dann, als ich wieder, sage ich mal, alleine klargekommen, war ich dann auch wieder hier und war hier aber noch im Reha-Zentrum, sodass ich ungefähr bei der Hälfte der Trainingseinheiten da war. Ich denke, ja, aber es ist jetzt natürlich auch was ganz anderes im Vergleich dazu, wenn es ein Jugendspieler ist, der, ich weiß nicht, wie oft er die Woche trainiert, ich vermute mal so 2, 3 Mal, vielleicht 4 Mal, je nach Altersgruppe. Ja. Ich sag mal, bei 2 Trainingseinheiten die Woche, da kann man auch als verletzter Spieler vermutlich das gut einrichten und hingehen und vielleicht dann wirklich einfach Krafttraining am Rand machen oder so. Und ich glaube, wenn man jetzt dem Spieler sagt, kannst du bitte 2 Stunden Bälle fangen, dann haben die auch nach der ersten Woche keinen Bock mehr. Aber wenn man denen darlegt, dass es einen positiven Effekt für sie hat, dass es Sinn hat, dass sie da sind, dass sie vielleicht auch im Sitzen schon ein bisschen an der Wand pritschen können oder so, dann kann auch verletzte Spieler ganz gut mit einbeziehen. Ja. Bevor Dann ich macht das nochmal halt. dazu eine Anschlussfrage an dich hätte, ganz kurz mal auch den Aufruf an alle Zuschauer, wer noch nicht diesen Kanal abonniert hat, dann macht das auch sehr gerne. Ja, wir müssen das natürlich auch mal nutzen hier live. Genau, wenn ihr vor allen Dingen könnt ihr auch kommentieren. Das heißt, wir haben ja die Kommentarfunktion hier, ihr seht auch den Chat, ihr seht den auch dann tatsächlich live im Feed. Das heißt, ihr könnt ja die Fragen stellen und wir sehen die auch direkt und können dann darauf eingehen. Ja, und jetzt zu meiner Frage zurück, weil ich glaube, oder ich habe so manchmal zumindest den Eindruck gehabt, also in Erfurt gab es ja zwischendurch auch verletzte Spielerinnen. Wie ist das aus deiner Sicht gewesen, wenn man tatsächlich nicht mehr so, sagen wir mal, so 1000%ig im Team drin ist? Ist man trotzdem noch, nee, also entfernt man sich so ein bisschen von der Mannschaft in der Zeit? Ja, aber also, und obwohl ich jetzt quasi die ganze Zeit immer mit in der Halle war, wenn die anderen Training hatten, war ich trotzdem nicht so dabei, als wenn ich hätte spielen können, weil du bist nicht beim Einlaufen dabei und du bist nicht unbedingt im Kreis und quatscht. Ich glaube aber auch, dass man ganz schnell wieder mit dem Team drinne ist. Ich glaube, das dauert 1, 2 Tage und dann ist man auch wieder mit dem Team drinne. Ich glaube, das ist normal, dass man im Moment entfernt, weil man auch einfach im Moment vielleicht mit sich selber mal ein bisschen mehr beschäftigt ist. Weil man, ich finde, also ich bin, glaube, wenn man sich so verletzt, dann dauert das auch im Moment, diese Verletzung zu akzeptieren und damit klarzukommen und zu lernen oder jetzt sich selber bewusst zu machen, okay, das ist passiert, das gehört zum Sport dazu, aber ich muss weitermachen. Und dann ist man auch mal im Moment länger vielleicht oder dann dauert, kann das auch 1 Woche, ein paar Tage dauern, dass man bei sich ist. Und ich glaube, man kommt dann aber auch ganz schön wieder ins Team zurück, wenn man wieder mit trainieren kann und wenn man wieder mehr dabei ist. Ich denke, dass es immer wichtig ist, dass man, wenn möglich, dass man mit zu den Spielen geht. Es ist natürlich dann bei, sage ich mal, wenn man jetzt gerade, bei mir war es dann, ich glaube, wir haben, Donnerstag war das Spiel und Samstag war Auswärtsspiel. Da bin ich natürlich nicht mitgefahren, weil irgendwie 7 Stunden Busfahrt mit, du bist vor 2 Tagen in nicht nickt und du kannst nicht, was hilft, hätte halt einfach keinen Sinn gehabt. Muss man natürlich auch irgendwo gucken, was hat jetzt Sinn.
Aber wenn es eine kleine Verletzung ist oder irgendwas und eine halbe Stunde Fahrt ist, dann ich bin der Meinung, dann kann man auch mal den Spieler fragen, ob der möchte oder nicht. Aber ich denke, dann kann das schon einen positiven Effekt haben, dass er mitkommt und dann kann der auch mehr in der Mannschaft drin bleiben. Also, es ist witzig, ja. Ich habe dazu auch ein Beispiel gehabt. Also, eine Spielerin, die verletzt ist, das war auch diejenige, die ist von sich aus immer beim Training gewesen. Also, am Anfang war es so, die hatte noch eine Schiene, also so eine, er war ja Knieverletzung und hatte so eine Schiene, dass sie gar nicht mehr als so und so viel Grad überhaupt bewegen durfte. Das heißt, sie konnte weder irgendwelche Kräftigungsübungen machen noch irgendwas anderes. Und trotzdem ist sie immer wieder gekommen. Also, ist auch noch die Kapitänin der Mannschaft. Von daher, das fand ich auch ziemlich stark, dass sie es von sich aus auch gemacht hat. Und ja, also ich glaube, gerade so bei Spielen, das ist schon nicht schlecht. Also es, ich sag mal, ein normaler Verein hat jetzt nicht so lange Fahrtwege auch. Ich glaube, das ist erstmal schon deutlich kürzer, weil ich glaube auch 7 Stunden, wenn ihr da, keine Ahnung, ist euer weiteste Fahrt für Sibiburg oder Stuttgart wahrscheinlich. Dann ist das natürlich ja nochmal eine ganz, ganz andere Dimension. Vielleicht sogar bei euch, auch wenn es nicht so offensichtlich immer gesagt wird, aber vielleicht trotzdem ein finanzieller Aspekt dann am Ende, wenn man da eine Übernachtung vielleicht noch hat. Weiß ich nicht. Aber genau, jedenfalls glaube ich, sollte man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Spieler. Das wäre jetzt nochmal vielleicht eine interessante Frage, weil du meintest, man kann auch die Spieler fragen, ob sie mit wollen. Ich finde, man sollte verletzte Spieler auch zu Spieltagen hinschicken, sage ich jetzt mal als harte These. Also richtig aktiv sagen, du musst Ja, kommen. du kommst mit und schaust zu. Ja. Wenn, also sofern es jetzt wirklich geht. Ja. Wenn sie jetzt natürlich irgendwie ja, so an Krücken noch laufen und nicht richtig sich bewegen können, klar nicht, aber sobald es irgendwie geht, würde ich so sagen, hier, wir sind ein Team, Ich muss dann. ganz kurz mal einhaken. Ich habe nämlich Ja. gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen, auch wenn wir nebenbei nicht gucken wollten. Und derjenige hat mir eine WhatsApp-Nachricht. Es hieß der RTAA-Algorithmus, an dem anhand man quasi einschätzen kann, wie weit der Spieler schon wieder spielfähig ist. Das wurde mir gerade noch mal quasi soufflöst. Weil wir da Aha. vorhin hingen, dieser Sportwissenschaftler Ja. hat mir das jetzt gerade noch mal fix geschrieben. Sehr Also schön, da haben sehr wir das so schön. mal so als Nebenthese. Vielen Dank Perfekt. dafür. Ja. Jetzt hast du mich aber komplett drauf. Ah Jetzt habe ja, ich dich schon genau. Sollte man rausgebracht, die ne? Spiele, genau, sollte man seine Jugendspieler dazu, ich übertreibe jetzt mal, zwingen auch dahin Zwingen. zu kommen. Das Einfordern, vielleicht, das klingt schöner. Ich Also ich finde glaube, das. wenn, wie du sagst, dass der Spieler schon wieder laufen kann und so, vielleicht schon relativ nah wieder dran ist, auch bald ins Training zurückzukommen, dann kann ich schon verstehen, was du meinst. Dass man da auch ein bisschen zwingen klingt jetzt natürlich sehr hart, aber dass man da gewissen Druck macht, dass die Spieler schon mitkommen sollten. Das kann ich gut verstehen. Ist schwierig zu sagen, ob das wirklich immer der richtige Weg ist, aber grundsätzlich, ich glaube, auch wenn der Spieler von sich aus, sage ich mal, weitermachen will und wieder zurückkommen will, dann sollten das die meisten Spieler eigentlich auch von alleine wollen. Weil was mir halt Weil nur so dann wird, einfällt, wir das ist machen halt nat Teamsport. ja, was mir halt nur einfällt, war eine Sache, die du halt gesagt hast vorhin mit dem, also es gibt ja durchaus wirklich Spieler, die am Ende sagen, also die das auch nicht an, also diesen Prozess nicht so mit ansehen können. Also ja, also ich habe zum Glück, toi toi toi, ich hatte zum Glück noch nie die Situation, dass ich nicht spielen konnte irgendwann mal, weil ich verletzt war. Ich war irgendwann mal kurz vor, sage ich mal, Saisonpause, dass mal die Kapsel irgendwas war. Das war dann aber dann schon wieder okay. Also nichts Schlimmes. Von daher, ich, keine Ahnung, kann mir aber gut vorstellen, dass es natürlich durchaus ein Problem sein kann für Spieler, die dann daneben stehen und sagen, oh, mich demotiviert das jetzt eher so und ne, vielleicht auch dann gar Ja. nicht mehr so die Lust. Also, weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, wenn es so schwere, langfristige Verletzungen sind. Ne? Also ich glaube, keine Lust hast du nicht mehr dadurch, dass du zuguckst. Aber ich glaube, es ist psychologisch, ist eine Verletzung sowieso immer was, sage ich mal, für die Psyche nicht gut ist, was wehtut, was irgendwie verarbeitet werden muss. Dann ist es, glaube ich, eine Frage von, wie viel gucke ich jetzt den anderen dabei zu? Ist das, dass ich beim Okay. Spiel zugucke am Wochenende? Ist das ein- oder zweimal die Woche beim Training? Oder ist Wow. das, wenn man viermal die Woche trainiert und am Wochenende Spiel ist und ich sitze dann wirklich an 5 von 7 Tagen, obwohl ich verletzt bin in der Halle, kann vielleicht minimal ein bisschen was zur Kräftigung machen für mich alleine und gucke aber eigentlich zu und alles, was ich denke, ist, ich will selber spielen, ich will selber spielen, ich will selber spielen und du kannst aber nicht. Ja, Das ist dumm. das Ich ist, glaube glaube, ich, man ja. muss so ein gutes Maß davon finden, weil ganz weg, da, was du gesagt hast, die Spieler entfernen sich vom Team, entfernen sich vom Volleyball, haben vielleicht keine Lust mehr weiterzuspielen.
ist mit Sicherheit auch eine Problematik. Und man deswegen Kontakt halten zu verletzten Spielern, die Trainer und die Mannschaft, wenn es geht. Und auch so viel es geht, verletzte Spieler mit einbeziehen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr vielleicht auch Weihnachtsfeiern macht oder so mal Teamabende, mit Sicherheit auf jeden Fall. Da sollten verletzte Spieler auf jeden Fall dabei sein. Und dann muss man vielleicht gucken, ob man ein Maß findet, wie oft ein verletzter Spieler in der Woche mit zum Training dazukommt oder nicht. Ja. Also ich habe das bei mir tatsächlich auch gehabt, so auch eine Jugendspielerin, die dann auch von sich aus gesagt hat, nee, ich will mit dabei sein und ach, kann ich dir hier helfen, kann ich dir da helfen oder sowas. Und muss man sicherlich auch mal gucken, was das für eine Persönlichkeit vom Menschen her. Aber das fand ich immer ganz, ganz hilfreich, dass man so ein bisschen, ja, bei mir ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe ja keinen wirklichen Co-Trainer und ich muss dann immer ein bisschen schauen, nebenbei, naja, wen kann ich da ja mit hin. Dass ich mir das alles mal angucken kann, wenn man immer selber als Trainer, sag ich mal, die Bälle werfen muss, wenn die jetzt gerade zurückbackern, Techniktraining oder sowas, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Ja. Eine Sache Ja, dann hätte ist ich. natürlich auch, Achso. sorry, wenn die Spieler schon wieder so weit sind, dass sie Bälle werfen können oder fangen können und vielleicht auch sich zumindest ein bisschen mit erwärmen können oder einschlagen können, auch wenn sie noch nicht voll spielen können, dann bin ich ja schon wieder an einem Punkt, wo ich viel mehr ins Training Ja, einbezogen bin, als wenn genau. ich vielleicht wirklich noch auf Krücken bin. Das macht, glaube ich, einen Riesenunterschied, ob ich schon wieder wirklich helfen kann und was machen kann und zumindest selber das Gefühl habe, ich fasse hier den Ball an und ich pritsche ein bisschen oder ob ich wirklich auf Krücken am Rand sitze. Ich glaube, das sind zwei, also was du gerade meinst, da würde ich den Spieler auch, also dann sollten die auch kommen. Ja. Und wenn ich anfangen kann, was zu machen, dann sollte ich auch kommen. Und wenn ich nur das halbe Training mitmachen kann, dann kann ich zumindest jeden Tag das halbe Training mitmachen. Zu, wenn ich nur auf Krücken am Rand sitze, dann muss ich gucken, ob ich vielleicht, ist dann auch eine Frage, ob ich zweimal oder viermal die Woche Training habe, Ja, aber das ob ist ich natürlich dann vielleicht nur doof, zu ja. jedem zweiten Training komme oder ob ich, der Spieler dann trotzdem, kann ja sein, wenn die Leute Lust haben, dann auf jeden Fall hingehen. Und was ich richtig cool Man fand, lernt auch beim Zuschauen. das Ja. stimmt, was ich richtig cool fand, die eine Spielerin, die sich dann da verletzt hat, die sich das Knie verdreht hatte, die ist zum nächsten Spieltag mitgekommen und hat da bei uns das allererste Mal initiiert, dass wir ein Maskottchen haben. Die hatte irgendwie ihren, ich glaube, ihren Eisbären genommen und hat ihm ein Trikot angezogen. Das war total süß, fand ich. Also so in dem Moment und da war aber dann schon wieder. Und damit hat sie wirklich so richtig so einen positiven, ja, wie nennt man, positive Vibes quasi in die Mannschaft reingebracht. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, klar. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen die Überleitung machen. Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, was ist, wenn man verletzt ist. Wichtiger ist ja eigentlich, wie kann man dem Ganzen vorbeugen, denke ich Ja. mal. Oder wolltest du noch irgendwas dazu sagen? Also, ich glaube, grundsätzlich im Training, gerade wenn man schon irgendwo Probleme hat, dann dafür noch mehr Stabi-Training. Und dann, also ich sage mal, Krafttraining ist ab einem gewissen Level, sage ich mal, unvermeidbar und ein wichtiger Faktor auch im Volleyball und muss dementsprechend auch gemacht werden. Es gibt aber, muss man sagen, es gibt Verletzungen, die kann man nicht vorbeugen und Verletzungen gehören zum Sport dazu. Also das ist so, dass einmal der Finger wegfliegt oder dass man einbeinig auf einem Fuß landet, da kann man leider nicht viel gegen machen. Ja. Und für alles andere Stabi. Okay, also Stabi, auch da vielleicht nochmal der Hinweis, wir haben einige Stabi-Übungen tatsächlich auch auf dem Volleyball-Trainer-Portal, da kann man gerne vorbeischauen und sich das auch mal angucken. Jetzt aktuell sogar gerade von Katharina Hoch, einer Physiotherapeutin am Bundesstützpunkt in Stuttgart. Ah, ja, da könnt ihr, Das hat musste lang gedauert. kurz nachdenken, ja. Genau, also auch da ist, denke ich, auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die man vor allen Dingen gut im Training einbauen kann. Wobei da natürlich, glaube ich, für Trainer wiederum jetzt die Frage ist, wie intensiv, also wie viel Stabi sollte da drin sein? Da muss man sicherlich immer ein bisschen unterscheiden. In welcher Liga bin ich? Also habe ich die Zeit tatsächlich, also wenn ich jetzt sage, ich bin eher so eine Freizeitmannschaft und habe eh nur zweimal die Woche oder dreimal die Woche Training, will ich mir die Zeit, ist ja alles hypothetisch, ja, will ich mir die Zeit da vergeuden, indem ich stabil Training mache mit den Leuten zusammen? Oder sage ich eher, okay, ich habe so ein bisschen den Anspruch darauf, dass die Leute das selber machen. Ich gebe denen viel bei der Hand, irgendwelche Zettel. Von mir aus auch online kann man ja alle unterschiedliche Sachen machen und sage, okay, also Stabil-Training, Krafttraining, das sollt ihr selber machen. Und bei uns geht es hauptsächlich, wenn wir
weil das ja wirklich eine relativ knappe Ressource ist. Die Hallenzeit, sage ich mal, ist ja bei vielen, in vielen Ländern und Städten so. Genau, dann so, da, ob man sich da mehr auf das Volleyballtraining orientiert. Ja. Bei uns ist es tatsächlich so, wir machen trotzdem häufig eine Stabi-Einheit nochmal im Training mit dabei. Und ja, jeder, der möchte und kann und will, darf das natürlich zu Hause nochmal mitmachen oder nochmal nachmachen für sich. Ja, das ist auch wieder ein bisschen jeder, was er will, aber trotzdem ist das häufig mit dem Training drin. Und ich finde es auch wichtig, dass, also zumindest in unserer Liga, weil wir jetzt noch nicht so einen hohen Anspruch haben, Bezirksliga ist jetzt ja nicht unbedingt so die mega hohe, aber trotzdem, ja, uns geht es halt auch mal darum, dass wir zum Schluss Spaß haben auf dem Feld, dass wir spielen können, aber dass wir uns jetzt nicht so verletzen, dass wir zum Schluss halt auch vielleicht beruflich oder privat halt länger ausfallen wegen irgendwas. Ja. Aber das ist zum Beispiel, finde ich, vielleicht sogar ein bisschen widersprüchlich, da können wir gerne mal drüber diskutieren. Weil auf der einen Seite ist es ja nur, sagen wir mal, zweimal die Woche, das war ungefähr der Durchschnitt, also zweimal die Woche Training. Und da muss ich jetzt irgendwie entweder oder nicht oder auch nicht Krafttraining einbauen. So sind es ja meistens, also der Großteil an Volleyballern, sei es nun im Jugendbereich oder im Freizeitbereich, kommt zweimal zum Training, ist damit aber auch schon ausgelastet. Und selbst zweimal im Training zum Training zu kommen, ist da schon für manche zu viel. Ist einfach so. Und wenn ich jetzt noch sage, naja, okay, Stabi, ja, das macht ihr dann außerhalb vom Training, weiß ich nicht, würde ich denken, dass das vielleicht 5% der Leute machen zusätzlich. Keine Ahnung. Deswegen wäre halt die Frage, muss ich nicht eigentlich wirklich die Leute auch im Training dazu auch wieder bewegen, also auffordern, also ins Training mit einplanen, dass ich denke, dort Stabi-Einheiten mache. Ich denke, selbst da ist wieder so ein bisschen die Geschichte, ich kenne meine Pappenheimer und also ich weiß bei mir, es würde der Großteil wahrscheinlich nicht machen und deswegen ist es bei mir mit beim Training mit dabei. oder ja, im Großteil, ich will jetzt auch keinen beleidigen, nicht, dass hier irgendjemand zuschaut und sagt, aber deswegen weiß ich, also es gibt bestimmt einige, die es nicht von alleine machen würden. Da muss man sicherlich auch schauen. Wie ist das bei euch? Müsst ihr auch viel mehr als alleine machen, was so Stabilität, Kraft angeht? Oder seid ihr immer dann, ist da immer ein Trainer mit dabei? Wir haben einen Krafttrainer und unser Krafttraining ist, sage ich mal, komplett unter Anleitung. Okay. Ich weiß nicht, ob Michael Döring was sagt. Das ist der Krafttrainer, der hier vom OSP und auch vom Verein angestellt ist und der leitet das komplett. Dann haben wir ein eingeteilt, also haben wir in unserem Trainingsplan, sage ich mal, drinstehen, dass Krafttraining ist. Dann können wir uns meistens noch in zwei Gruppen selber einteilen, welche Uhrzeit man möchte. Und dann gibt es Krafttraining. Das wenig, also jetzt natürlich über die Corona-Zeit gab es dann auch eine Menge Pläne und dann war das auch in Eigenverantwortung, wie viel und was man zu Hause macht. Aber ich glaube, dann ist auf unserem Niveau nicht mehr die Frage, ob das gemacht wird, sondern vielleicht nur die Frage, wie viel davon gemacht wird. Und ist das dann so eine 1-zu-1-Betreuung oder habt ihr auch schon irgendwie Fünfergrüppchen oder sowas? Ja, ich glaube meistens so 6 bis 7 Leute ungefähr. Okay. Auf einen, manchmal ist vielleicht auch ein Co-Trainer noch mit da, meistens ein Krafttrainer. Also ich sag mal, ich bin ja über einen Leistungsstützpunkt wirklich gegangen und dort gab es auch im Jugendbereich im Krafttraining, sag ich mal, wirklich einen Krafttrainer, der auch noch ausgebildet hat im Langhanteltraining, sodass ich die Grundübungen im Krafttraining auch mit der Langhantel, mit Gewichten, die du hast, die habe ich wirklich gelernt, die habe ich beigebracht bekommen. Da brauche ich nicht unbedingt jemanden, der neben mir steht, wenn wir neue Übungen machen oder irgendwas, dann sag mal auch in Trainerschaft jetzt auch über 6 Leute den Überblick zu behalten. Okay, klar. Ist im Jugendbereich ja leider nicht immer unbedingt so der Schlüssel, dass da im Krafttraining ein Trainer auf 6 Leute kommt, sondern eher auf 16. Ich habe jetzt ganz erfreulich von dir gehört, dass ihr es mittlerweile, dass ihr einen kleinen Kraftraum habt sogar. Also ganz häufig ist es ja so, also bei uns, sagen wir die ich sage jetzt mal, der Otto-Normalverein, der jetzt ein bisschen Jugendtraining macht, maximal bis Landesliga oder irgendwie sowas geht, die haben ja häufig nicht unbedingt einen einen eigenen, schon gar keinen Krafttrainer, aber keinen Kraftbereich oder sowas, sondern man muss ja dann, oder? Nee, du hast jetzt so geguckt. Weil ich mein Mikro fast hier runtergeschmissen habe. Das heißt, man muss ja wirklich viel mit eigenem Körpergewicht arbeiten. Ja. Wie ist das so für dich jetzt als Trainer? Ist es schon eher eine Entlastung, dass du sagst, oh, ihr habt einen Kraftraum, wo ihr den ihr nutzen dürft, könnt, konntet? Also ich muss sagen, also vielleicht nochmal kurz zur Situation. Wir haben sozusagen direkt in der Halle ist ein Raum, ein Kraftraum.
Und dadurch, dass ich jetzt seit dieser Saison dort Vollzeit bin, ist es halt entspannter. Und man kann, ich glaube, der Vorteil ist einfach, was du vorhin gesagt hast, ist, dass vor allen Dingen die Hallentrainingszeiten eine knappe Ressource sind. Das heißt, wir sind einfach froh, dass man das so ein bisschen entzerren kann und wir dadurch auch viermal die Woche Training kommen können. Davon eben einmal Krafttraining, weil anders ging es jetzt auch nicht zu machen, aber immerhin so. Und von daher, also rein zeitlich gesehen, ist das Entlastung im Moment. So. Ja. Der Punkt ist nur, ich meine, wir sind gerade auch in dem Verein gerade nur in der Strukturaufbau. Das heißt, es ist freiwilliges Training, es ist eine vierte Trainingseinheit und von daher alle, die da kommen, machen das freiwillig, kommen zusätzlich ein viertes Mal in der Woche. Das merkt man schon, das ist nochmal, denke ich, ein Unterschied. So, und aber es ist, ich finde es dahingehend entlastend, dadurch, dass es Geräte sind, an denen man das macht. Ja. Natürlich muss man am Anfang sehr, sehr viel schauen und gerade was so Langhanteltraining angeht, sind wir noch nicht dort, wo wir hinwollen und sind auch noch nicht, sind noch ohne Gewicht und alles. Aber Sorry, beim Langhanteltraining ist es auch wirklich wichtig, dass die Technik korrekt ist, sonst macht man sich da eher Probleme, als dass man ja. Kraft aufbaut. Das ist Genau. also dann vielleicht lieber mit Körpergewicht oder ich glaube, der Zufall, aber weil wir Home-Training haben. Ich glaube, so Ja. Bänder sind nicht teuer. Die kann man sich jetzt, schlechte Werbung, aber die kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall überlegen. Oder auch diese längeren Ja. oder normale Terra-Bänder, irgendwas. Ist, glaube ich, eine relativ kostengünstig einfache Möglichkeit, um das Krafttraining auch mit Körpergewicht ein bisschen auszubauen. Genau. Oder Das ist sehr wenn wichtig. in Hallen vorhanden, Medizinbälle. Sind ja doch in den meisten Sporthallen, glaube ich, gibt es irgendwo so eine Kiste, auch wenn da irgendwelche alten Medizinbälle, die nicht mehr schön sind, nur drin sind. Aber damit kann man ja gerade Volleyball viele Wurfbewegungen und so viel machen. Ja, auf jeden Fall. Also das gut, dass es das auch nochmal erwähnt wird. Also Krafttraining erfordert natürlich auch eine gewisse Expertise, die man da hat. Ich meine, einmal ist, wenn ich für meinen Fall rede, ich habe Sport studiert und zusätzlich auch noch im A-Trainer, in der A-Trainer-Ausbildung ist das ein Teil davon, insbesondere Langhanteltraining. Von daher kann man das schon beibringen. Und trotzdem ist es so, dass das gerade Langhantel, weil das eine nicht geführte Bewegung ist, es ist umso wichtiger, dass die Technik da stimmt. Das ist ein super wichtiger Hinweis nochmal. Und auf der anderen Seite wiederum die Geräte, die man dort hat, das macht es im Endeffekt trotzdem nochmal leichter, bestimmte Muskelgruppen zu trainieren, weil die eben geführt sind. So. Und von daher kann ich auch da natürlich was falsch machen und es nicht so effektiv machen. Aber im Endeffekt leichter oder trotzdem noch bessere Outcomes erzielen, als wenn ich das jetzt mit, erstens Eigengewicht hat seine Grenzen, natürlich kann ich auch Rucksäcke nehmen, noch zusätzliche Gewichte da künstlich reinpacken und so weiter, das geht alles, aber man ist im Limitierten, ab einem gewissen Punkt muss man mit Zusatzgewichten trainieren und von daher sind geführte Geräte da nicht schlecht. Also wir haben auch so eine, einmal Squat Machine, also quasi, wo man im Endeffekt der Kniebeugen so leicht gekippt macht, ja, ohne eine Stange zu haben. Wir haben auch so eine geführte Langhantel dort im Kraftraum noch zusätzlich, aber eher zum Bankdrücken. Aber im Endeffekt will ich nur damit sagen, diese Führung der Bewegung macht es halt leichter und von daher, um auf deine Frage zu antworten, ja, es ist schon entlastender, weil man Entlastend, dann ja. am Anfang ein bisschen zu tun hat, natürlich die Geräte einzuführen, dann genau hingucken muss. Aber ab einem gewissen Punkt kann man auch sagen, okay, ihr macht jetzt und ich kann mich um andere Dinge noch kümmern. Also ich muss sagen, für mich ist es auch motivierend, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt sage, ich gehe in den Kraftraum und ich tue da, also ich bin halt im Kraftraum, weißt du, so, da stehen Ja. Geräte und ich muss da, darf da an den Geräten trainieren, so für mich selber Liegestütz machen oder irgendwie sowas, ist irgendwann langweilig, muss ich ehrlich gestehen. Und deswegen, das finde ich halt schon echt, also das ist für mich so wirklich, das finde ich wirklich cool, dass du halt dann sagst hier, was ist ich, Squat-Maschine oder sonst irgendwas, ja, und ich war halt im Kraftraum und habe da halt Ja, so, also das ist schon. pumpen. Ja. Wir haben noch so zwei andere Themen oder Ja. drei andere Sachen noch aufgeschrieben. Das eine ist natürlich auch die Erwärmung. Also das ist ganz klar, ne? Also dass man sich halt ordentlich erwärmt. Ich kenne einige Teams, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob die im Liga groß, also im Ligabetrieb groß spielen, aber die halt einfach sagen, ach ja, jetzt hier Ball los, auf geht's und wir spielen mal ein bisschen Volleyball. Und da ist natürlich auch die Verletzungsgefahr einfach mega groß. Und deswegen ist es für mich, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man halt wirklich vorher eine Erwärmung macht, die aber auch jetzt nicht gleich von 0 auf 100 geht. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, habe ich mir soll ich erst sagen lassen. Ich finde, man sollte schon irgendwo sich langsam steigern, ja. Und ich sollte nicht gleich eine Erwärmung wählen, wo ich 100 Richtungswechsel habe und wo ich extrem über die Knie arbeite oder sonst irgendwas, sondern also ich sollte schon ein paar Runden einlaufen lassen oder man kann das ja auch so ein bisschen einen Staffellauf oder irgendwas machen, was aber halt alles irgendwo in einer gewissen
Ja, also wo keine vielen Richtungswechsel da drin sind, wo ich jetzt sage, ich belaste zwar die Muskeln, aber noch nicht die Gelenke so übermäßig viel. Oder wie siehst du das? Du guckst so kritisch, Nee, ich ich sehe finde das es immer an find, deinem Blick gleich. find, weil ich finde es eine spannende Diskussion. Ich hoffe, ich lege ihm jetzt kein falsches Wort in den Mund und vielleicht hat sich das geändert, aber ich sage nur zu unserer A-Trainer-Ausbildung war ein zentraler Punkt, dass der Trainer dort, ich sage jetzt, ja gut, jeder, der es ungefähr weiß, was auch wer gemeint ist, aber die starten direkt auch mit Ball und mit einem Spiel, ja, so. Und das heißt, es gibt nicht so explizites Einlaufen, dies und jenes machen und noch eine Viertelstunde das und das und das. Das heißt, und ich finde das auch natürlich einen spannenden Ansatz, weil natürlich ist es so, ich glaube, das ist trotzdem offensichtlich, eine gewisse Erwärmung kann insbesondere so bei schnellkräftigen Bewegungen vorbeugen. Die Frage ist nur, muss ich mich einlaufen, Mobi-Kreis, Stabi-Kreis machen und hab damit schon im Endeffekt eine Viertelstunde Zeit verloren, 20 Minuten, oder starte ich direkt mit einem Spiel? Ja, auch wenn ich da Richtungswechsel drin habe, muss jetzt natürlich kein, ist natürlich logischerweise kein 6 gegen 6. Aber kann ich vielleicht schon mit einem 2 gegen 2 starten? Nur baggern, ja, so zum Beispiel. Also ich will nur damit sagen, da gibt es sicherlich großen Diskussionsbedarf und ich finde das nicht eine, so eine leichte Frage, weil Dann sollten wir das vielleicht mal für eine andere Folge aufsparen, würde ich vorschlagen. Also, ich würde sagen, Erwärmung gehört auf jeden Fall dazu. Und ich denke, man kann, also bei uns ist Erwärmung, wir haben mit Sicherheit mehr Zeit und alles, aber bei uns ist Erwärmung oft mit so einem kleinen Athletikteil, also eben mit solchen Bändern oder Medizinbällen oder irgendwas auch verbunden, sodass für viele, wo vielleicht die Zeit knapp ist und aber ein bisschen Stabi-Training oder ähnliches trotzdem gewünscht ist, man quasi Erwärmung, dann ist quasi mein Stabi-Training die Erwärmung. Da kann ich die Übung auch drin steigern. Ich habe Ja. das Stabi-Training, was ich haben will, aber ich denke, gar keine Erwärmung und anfangen, ich meine, anfangen zu baggern, mag mit Sicherheit noch gut gehen, aber komplett ohne Erwärmung und anfangen zu springen. Ich mag auch nicht ohne Schultererwärmung voll auf den Ball raufhauen, ehrlich gesagt. Das sind schon so, Ja, ich und glaube, dann, schon wichtig. ja, und das will ich nur als letzten Punkt sagen, weil ich glaube, sonst würde das wirklich den Rahmen sprengen. Wir mögen das ja so im Volleyball-Trainerportal zu diskutieren und so ein paar Ja. Sachen hinzustellen, die halt nicht so klar sind, weil die eigentlich fast alle A-Trainer-Prüfungen, die wir hatten, das heißt, es waren im Endeffekt, ist es bei einer A-Trainer-Ausbildung so, es gibt, gab jetzt vor Corona, ja, immer so drei Trainings, die man in den 10 Tagen, die man in Köln war, gemacht hat, mit einer Mannschaft, also mit Snowtracks Köln. Und bei den Lehrproben, die wir da hatten, war kein so eine explizite Erwärmung, natürlich eine Erwärmung, aber jetzt keine klassische Erwärmung drin. Ja. Und natürlich, das stimmt auch, wie es bei allem ist, jetzt die Spieler werden ja auch irgendwie dahingehend sozialisiert, dass es immer eigentlich zu einem Training dazugehört. Das ist auch so das große Problem aus meiner Sicht im Sport, dass vieles einfach aus Gewohnheit immer gemacht wird. So, und von daher natürlich glaube ich auch, ab einem gewissen Leistungsniveau braucht man auch so einen Rhythmus, was einerseits natürlich Erwärmungsgründe hat, aber andererseits vielleicht auch einfach für den Kopf, um voll da zu sein. So, und weil man natürlich jeden Tag trainiert, mehrmals trainiert. Genau, auf der anderen Seite stellt sich halt trotzdem die, sage ich mal, sportmedizinische Frage, ob es so super notwendig ist. Also ich will jetzt zwar keinen anstiften, jetzt die Erwärmung sein zu lassen. Ich will nur sagen, es gibt auch deutlich andere Beispiele, wo eine Erwärmung, wo nicht so eine große Erwärmung gemacht wird, sondern direkt mit Ball, Ja. direkt mit irgendwie Laufen natürlich, wo ich trotzdem keine großen Verletzungen habe. Ja, das Ja, ist alles also ich habe, möglich. um das mal zu sagen, also ich habe so ein bisschen meine Also Meinung hier Erwärmung, kundgetan. alles gut. Ja? Erwärmung kann auf jeden Fall mit Ball stattfinden. Erwärmung Ja. kann immer sein, dass ich mich mit Ball einlaufe. Das ist also das auf jeden Fall. Und also Erwärmung, man kann auf jeden Fall in 10 Minuten, sage ich mal, einen Spieler, glaube ich, warm genug bekommen, um mit dem Training anzufangen. Das ist, also Erwärmung muss nicht immer unbedingt eine halbe oder dreiviertel Stunde sein. Wenn man natürlich Stabi und so Sachen mit einbaut, dann wird es länger. Aber also ich denke trotzdem, dass in die Halle 6 anfangen, ich kann mir nicht vorstellen. Dann Ja. mit, dann, wenn dann nur mit abgeschwächten Spielformen oder sowas. Ja. Ja. Vielleicht eine letzte Sache zur Verletzung vorbeugen, weil das ja so ein bisschen diese Überschrift jetzt war von diesem Ja. dritten Teil. Das war was, was du gesagt hast oder was du zumindest so ein bisschen angesprochen hast. Das war, ja, Verletzungen gerade bei den Mitten passieren ja durch Netzübertritt oder beziehungsweise Spieler, ne, auf den eigenen Mitspieler zu springen.
Und ich muss sagen, mir ist einige Mal jetzt auch passiert schon, dass ich das irgendwie bei Teams gesehen habe, teilweise auch eigene Spieler, die jetzt so neu oder kleiner waren. Man muss im Training natürlich auch ganz klar Regeln vergeben, dass gerade sowas nicht passiert. Also, auch wenn das jetzt banal klingt, und ich denke, natürlich gibt es die Netzregel, man soll nicht ins Netz gehen, aber man muss auch manche Spieler bremsen, dass sie vielleicht nicht jeden Ball da noch irgendwie, der eigentlich unerreichbar ist und Ja. schon auf der Gegnerseite ist, da erreichen müssen. Ja, weil sonst eben genau die Situation, vor allen Dingen bei Jugendtraining für Olympia, also früher ich mal öfter zuschauen war, da passiert das öfter so bei Schulvereinen. Übermotiviert, springen voll ins Netz rein, stehen einen Meter beim Gegner und das ist natürlich super gefährlich so. Und ich glaube, ja, dass man da auf jeden Fall auch die Leute hinweisen muss, übermotivierte Spieler da ein bisschen zu bremsen oder zumindest darauf hinzuweisen, dass sie jetzt darauf achten, dass sie nicht auf der gegnerischen Seite landen, weil es halt wirklich Also ich finde, wenn schon jemand so gefährlich blind anfängt. ins Netz reinspringt, dann ist das fast eine gelbe Karte wert. Ja, auf Und jeden Fall. wenn jemand mit mir schon mal im Training war oder mich ein bisschen kennt, ich bin mittlerweile, wenn jemand mir auf der Gegner und dann durchkommt und ich da irgendwo in der Nähe springe, das macht er einmal und dann nicht mehr. Weil ich habe es mit Sicherheit mit meinen Vorerfahrungen und sowas, aber ich Ja. bin da absolut gar nichts drauf. Da kriege ich die Krise. Ich kann das sowas überhaupt nicht sehen. Ich kann auch, manchmal, wenn man das in Spielen oder so sieht, ich könnte da, keine Ahnung. Und ich habe da noch durch meine Vorerfahrung, wenn das mal passiert, und man knickt ja auch nicht jedes Mal um, wenn man auf dem anderen Fuß landet, aber wenn ich auf dem anderen Fuß lande, dann hat das meistens zur Folge, dass ich, auch wenn mir nichts passiert, weil ich auf beiden Füßen lande und nur ein bisschen drauf lande, ich gehe meistens aus dem Feld und sage erstmal mit zusammen, weil ich totale mentale Flashbacks bekomme. Ja. Das ist Ja, also das für ist mich halt unterm klar. Netz durchtreten, da auf jeden Fall die Spieler stoppen, weil da ist eine Linie und die Linie hat einen Sinn. Ja. Nee, auf Und jeden das ist, Fall. also Ja. das löst Verletzungen aus, die will keiner haben. Ja. Und dazu kommt natürlich noch, wie man das als Trainer auch noch umgehen muss oder kann, ist, indem man im Endeffekt Technik, auch wieder banal klingt das, aber Technik gut ausbildet von Anfang an. Technik und vor Ja. allen Dingen Abläufe miteinander. Ja. Ich denke gerade so an den Außenblockstellen, ja. Wer kommt wann wohin, wann docken die Leute aneinander und so weiter und so fort, ja. Das ist natürlich auch so eine Sache, das Mit muss den man halt Hüften. trainiert haben. Wie bitte? Ja, wenn die Hüften sich berühren, dann kann man, ich sag, wenn die kann man eigentlich nicht auf dem anderen Fuß landen. Das ist immer so eine, eigentlich ist Hüfte an Hüfte eine gute Sache, weil dann können deine Füße nicht mehr den machen, weil du bist oben so. Ja, genau. Ja. Und sowas, was Also man das jetzt, ist. muss man halt wirklich trainieren oder auch so der Innenstart vom Block oder sowas, ja, dass man dann halt trotzdem, gerade der Außenblock, oder du bist ja nun dafür prädestiniert dafür, die wollen ja auch schnell raus, ja, und dann trifft man sich oben irgendwie, versucht quasi, ja, oben den Block dicht zu kriegen und sowas, ja. Das muss man halt wirklich ganz genau trainieren, muss auch die Leute da vielleicht so ein bisschen auch sensibilisieren und muss sagen, was kann denn passieren, Ja. ja, und ja. Tja. Und das hat, also es hat natürlich auch viel mit einfach, wenn ich eine grundsätzliche, sage ich mal, gute koordinative Fähigkeiten habe. Das, also, weil teilweise, wenn ich mich an, sage ich mal, untere Ligen erinnere oder auch jetzt bei, sage ich mal, Freunden oder so zugucken bin, es ist teilweise auch wirklich, dass du manchmal siehst, wie da jemand, A, dichter Ball, den dann unbedingt noch erreichen will und dann teilweise wirklich unkoordiniert irgendwie zu Ja. diesem Ball springt, dass du dir denkst, Alter, du hast Glück, dass sich da gerade keiner verletzt hat, weil eigentlich hättest du jemanden gerade auch Ja. richtig runterholen können. Ja. Ja, es tut mir leid, das passt jetzt gerade gar nicht hierher, ne? Aber schon, aber so vom Thema her nicht. Aber trotzdem eine Sache beschäftigt mich, weil nach Verletzungen es ja trotzdem oft so sein kann, und wir hatten das nur ganz kurz mal angerissen, aber ich würde gerne noch drauf eingehen, wie es so aussieht mit Angst danach, wieder ins Training überhaupt einsteigen zu können. Also. Da hatten wir auch neulich eine Frage im Dings gehabt, ne? Wie Genau, man ja. wieder mit jemandem, mit einem ängstlichen Spieler so ein bisschen die Angst nehmen kann, wenn, also da hatten wir auch vermutet, dass es um sowas geht, so, ne? Irgendwas ist passiert, Verletzung hätte sein Ja, können, sowas. genau. Aber wie kann man denn wieder eingliedern? Ja. Wie war das bei dir denn nach deiner Verletzung? Fiel es dir da schwierig, wieder zum ersten Mal einen Block zu stellen? Nee, Oder nicht? also jetzt nach der Verletzung vor 2 Jahren. Da habe ich auch, wo ich dann wieder langsam, also habe ich sowieso lange Zeit, sage ich mal, nur alleine trainiert, ohne dass jemand mit dabei war. Und dann hat auch einer von den Jugendtrainern, weil ich glaube, unsere erste Mannschaft war nicht da und so, hat mich teilweise mit den Trainingseinheiten, wo er wirklich mit mir geübt hat, sicher zu landen und so Sachen, sodass man auch Vertrauen in sich selbst wiederbekommt.
Bei mir war dann in erster Linie eigentlich meistens, sage ich mal, die zu spielen deutlich größer als die Angst vor einer Verletzung. Und dann ist es, ich glaube, der Satz ist heute schon sehr oft gefallen, aber Verletzungen gehören zum Sport dazu. Es kann wieder passieren, aber trotzdem, ja, also ich habe immer noch, ich möchte auch immer noch nur möglichst schnell zurück, weil ich habe deutlich mehr Spaß daran, Volleyball zu spielen, als dass ich Angst davor habe, dass ich mich verletzen kann. Ja. Weil das natürlich immer so eine Sache auch ist. Also es ist gut, wenn man, glaube ich, so eine Einstellung hat. Das ist, vielleicht muss man auch wirklich bei Spielern so eine Einstellung trainieren, klingt jetzt, ja, also so hervorrufen oder einfordern oder auch immer wieder, wie du es auch sagst, so ein bisschen gebetsmühlenartig immer hervorheben. Es geht ja darum, dass ihr spielen wollt. Ja, wir wollen wieder dahin kommen. Verletzungen gehören dazu, dass nichts Schlimmes und also. Es ist alles was man vielleicht also wieder auch hinkriegen kann, ja, und wer nicht wagt, der nicht gewinnt, so nach dem Motto, ja. Ja. Und trotzdem, glaube ich, ist es, wenn man dann einen Spieler hat, der verängstigt ist, ist es dann wieder schwierig. Und dann ist jetzt genau dieser Punkt. Ich denke, man sollte einerseits, ist jetzt so meine Meinung, ich war zum Glück, wie gesagt, noch nicht in der Situation, deswegen korrigiert mich auch gerne, aber man muss einerseits, denke ich, dafür sorgen, dass erstmal biologisch, sage ich mal, alles funktioniert. Also, dass wirklich kein Risiko mehr da ist, dass man langsam arbeitet, dass man Stabilisation in die entsprechenden Gelenkstrukturen und so weiter kriegt. Dann aber im zweiten Schritt, wenn wirklich Angst also vorhanden ist, dann aber auch in die, na, ich habe es schon letztes Mal in der Podcast-Folge gesagt, der Weg aus der Angst raus ist in die Angst rein. Das heißt, dann muss Ja. man tatsächlich, denke ich, auch Situationen schaffen, wo die Person einfach das machen muss. Also, sie muss dann auch mal den Doppelblock stellen. Und ja, ohne da irgendwie noch eine Hilfe zu haben, irgendwann muss man auch in die Situation Ja, reingehen, genau. damit man sie überhaupt überwinden kann. Ja, weil ich hatte es schon letzte Mal gesagt, man kommt in Vermeidungsverhalten, man meidet solche Situationen, dann bricht man vielleicht den Block ab, ja, geht nicht voll hin, wenn es zu eng wird und so weiter. Und ich glaube, das ist wichtig. Man muss das nicht natürlich auf einmal machen, man kann das auch natürlich steigern, aber am Ende muss man einen Doppelblock und in der Bundesliga auch aus einem schnellen Ball stellen, indem man rausfliegt, so als Mitte. Und in dem Fall. Und ja, Und glaube ich. ehrlich geben muss, sorry, ich muss ehrlich zugeben, wenn ich in meiner Blockbewegung erkenne, dass drüben der Angreifer und das, also mit der Erfahrung und mit wie viel wir spielen, wenn ich Ja. sehe, die Angreiferin drüben ist viel zu dicht und wird unterm Netz durchspringen, dann sind die Chancen 50-50, dass ich selber zum Block springe. Weil das Okay, kann gut ja. sein. Aber das erkennt man jetzt mal mit, ich, dadurch, dass wir sehr viel Volleyball spielen und sehr viele Zuspieler und keine Ahnung was sehen, siehst du ja oft auch schon im Pass, wenn der Pass zu dich kommt oder auch wenn der Angreifer zu dich kommt, sodass gerade wenn ich erkenne, okay, der geht vielleicht gerade eh in den Block direkt von der Spiele, von meiner Mitspielerin, sodass es sowieso nicht schlimm ist, wenn man dann selber vielleicht nicht mehr zum Block springt. Genau, also na, Aber genau. definitiv muss die Angst überwunden werden, diese Grundbewegung zu machen. Man muss aber nicht blind jeden Block setzen, wenn man sieht, dass der Spieler drüben rüber springt. Aber die Ja. grundsätzliche Angst sollte man, also man sollte einfach an die Freude denken, die man vielleicht daran hat, wenn man den Blockpunkt macht. Genau, ja. Gut, ich Das ist ein denke, das ist schöner jetzt, das Schlusssatz ist ein gewesen, ne? schöner Schlusssatz, Ja. zumindest um dieses Thema abzuschließen. Wir wollen es noch ein bisschen ausklingen lassen. Ist ja so ein bisschen vielleicht die letzte Folge für dieses Jahr. Wir wissen es noch nicht genau. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, was jetzt diese neuen Corona-Regeln uns sagen. Vielleicht, wenn wir fragen dürfen, was hast du denn so zwischen den Feiertagen, in den Feiertagen so vor? Ja, ist bestimmt auch alles Ja, ein bisschen durcheinander unser, geworfen. ich wollte gerade sagen, unser Plan hat sich geändert, sodass, so wie es im Moment aussieht, ich da Training vorhabe zwischen den Feiertagen. Ja, Also wir okay. hätten, wir haben Weihnachten wahrscheinlich trotzdem noch frei, sodass ich im sehr, wirklich sehr kleinen familiären Kreise, weil wir das ja auch nicht, also wir zum Beispiel das Corona nicht zu meinen Großeltern bringen wollen, auch in sehr kleinen Kreise, aber vermutlich trotzdem Weihnachten feiern können, was ich mich, also ich freue mich da riesig drüber, weil ich habe in jetzt glaube ich 5 Jahren, also das letzte sechste, ja, in den letzten 5 Jahren habe ich nie wirklich Weihnachten komplett frei gehabt. Maximal immer einen Abend nur oder so. Sodass es natürlich dieses Jahr schon eine echt große Freude ist, dass wir frei haben und wenn auch im kleinen Kreise mit der Familie feiern können und danach aber auch direkt wieder ins Training verwehrt. Jetzt gerade, sage ich mal, frei haben.
auch wenn es so quarantänefrei ist. Gibt es ein Mannschaftsweihnachtsfeier so per Zoom-Meeting oder sowas, ja? Also, wir hatten doch eigentlich so eine angesetzt. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht auch trotzdem noch schaffen. Wir kommen ja kurz vor Weihnachten noch aus der Quarantäne wieder raus und werden dann auch schon wieder ein bisschen trainieren. Also bei uns ist es eigentlich jedes Jahr wichtig in der Mannschaft und wir haben auch zumindest in den letzten Jahren mal sehr schöne Weihnachtsfeiern gehabt. Auch letztes Jahr waren wir bei einem Sponsor und haben da was gebacken zum Beispiel. Dieses Jahr wäre es sowieso im kleinen Rahmen gewesen und mal gucken, wie viel denn jetzt noch geht. Ach so, ja. Tja. Ansonsten würde ich Klingt auf sagen, jeden Fall nach viel zu tun auch zwischen den Feiertagen. Ich glaube, ja, das ist in ja. der Bundesliga normal. Gibt es eigentlich dazwischen jetzt Spiele? Ja, oder? Zwischen den Am Feiertagen? 27. oder 28. haben, glaube Ja. ich, relativ viele ein Spiel. Ja. Okay, ist Ja. ja krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es zwischen den Ja. Feiertagen nochmal was ist, aber Deshalb wir haben merkst du, man verfolgt jahrelang so. Am 26. gespielt. Okay. Wir haben 2 oder 3 Jahre hintereinander, meine ersten Saisons haben wir immer am 26. gespielt. Ja. Das war schön. Schön. Macht Spaß. Das fanden alle anderen fanden das immer super. Dann, wenn man den dann einmal bewusst gemacht hat, dass das für uns bedeutet, dass wir Weihnachten frei haben, dann war ich, ja, das ist blöd, ne? Deswegen ist, aber dafür ist die Freude dieses Jahr umso größer. Ja, sehr schön. Ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall trotzdem erstmal noch einen guten Start, wieder Einstieg sozusagen in das richtige Balltraining. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Also ich fand, es waren sehr viele spannende Einblicke nochmal dabei, die man einfach so nicht hat Ja. normalerweise. Also vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir werden schauen. Genau. Alles klar. Genau, alles Gute dir und genau. Bis demnächst. Bis Tschüss. demnächst.